Wir sind hier im Off-Broadway bei der Kinotour von Als wir träumten, den neuen Film von Andreas Dresen. Neben mir sitzt der Frederik Haslon, der im Film Porno Paul spielt. Herzlich willkommen. Ja, hallo, moin. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Zur Schauspielerei? Das war, ich habe Ende der vierten Klasse war das, glaube ich, da habe ich meine Freundin mit zum Jugendtheater geschleppt und dann habe ich lange Theater gespielt in Hamburg und genau, habe irgendwie am Thalia Theater, im Schauspielhaus ein bisschen gespielt und habe dann jetzt für Als wir träumten das erste Mal richtig vor der Kamera gestanden und ich muss sagen, es bringt mega Spaß, ja. Wie bist du denn zu dem Projekt gekommen? Das war auch wieder ein Kumpel, den ich über das Theater kennengelernt habe, der hat die Online-Ausschreibung im Internet entdeckt und meinte, ja, hat mich angerufen, hast du nicht Bock im Kinofilm mitzuspielen? Und ich meinte, na, natürlich. Und dann, haben wir uns beworben und dann lief das über 4-5 Runden irgendwie und dann hat's geklappt. Auf jeden Fall auch gut gespielt. Deine Rolle hat mir gut gefallen, der Porno Paul, so ein bisschen der Mitläufer im Film gewesen, kann man das so sagen? Ja, kann man schon sagen. Er ist so der Typ, der ja schon irgendwie zur Gruppe ja auch auf jeden Fall dazugehört, aber nicht unbedingt der so vorprescht und er ist eher so der etwas ruhigere, schwächere, gerne mehr mitmischen möchte, aber das nicht immer so klappt. Aber auch, ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Film selber, gerade nach der Gefängnisszene, dass du, oder auch eigentlich schon vorher, dass du auch immer so der klügere Part der Gruppe bist. Stimmt das? Kam das auch so vor selber? Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie der klügere Part sagen kann. Er ist wahrscheinlich der weniger gewalttätige, weniger Draufgänger-Typ. So. Aber ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr so wie diese Sätze, ich muss nach Hause, meine Mama sagt, ich werde ein Verbrecher oder die Mutter leiht ihm das Auto, dass er kein Verbrecher wird und so. Da hat er dann auf der Ebene dann wahrscheinlich doch die besten Chancen. Vernünftig zu werden, ja, genau. Ein gutes Elternhaus, sagen wir es so, eigentlich im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall denke ich das. Deine Eltern hast du am Set nicht kennengelernt. Nee, die kommen im Film ja auch nicht vor und Mann, nee. Gut, gab es eine Szene, wo du gesagt hast, boah, die hat mir richtig viel Spaß gemacht oder gibt es da was, irgendwie so eine Szene? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall die Autoszene, wo die Autos kaputt getreten werden. Ich hatte viel Angst vor der Szene, weil ich dachte, ja, wenn die Autos einmal kaputt sind, dann kann man es auch kein zweites Mal drehen. Wenn man nachher im Film sieht, ist er ja dann doch etwas weniger kaputt gegangen, als ich irgendwie am Anfang vielleicht erhofft habe. Aber das hat auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht, da einfach durch diese Straße laufen zu dürfen und wissen, ja, alle Autos rechts und links dürfen kaputt gemacht werden und tritt mal drauf ein. Ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Und dann auf der anderen Seite natürlich so eine Szene wie die Szene im Lottoladen, wo er da weinend auf der Theke liegt. Das sind dann irgendwie die krassen Szenen, wo natürlich ganz viel gespielt wird. So. Was dann natürlich, deswegen macht man es ja, also das bringt dann viel Spaß. Also die schwerste Szene sozusagen, oder schauspielerisch die schwerste Szene in dem Lottoladen? Ja, für mich auf jeden Fall. Also es war da so reingeworfen zu werden und dann, ja, jetzt heul mal. Also, mach mal. Ja. Nein, also Andi war da ganz toll, der hat das mit mir besprochen und mich da so ein bisschen an die Hand genommen und konnte ich alles klären. Und also es war auf jeden Fall auch eine anstrengende Szene und ein anstrengender Drehtag. Als junger Nachwuchsschauspieler, wie ist es da mit so einem renommierten Regisseur wie Andreas Dresen zu drehen und vor allen Dingen, was kann man da so für sich selber mit rausnehmen? Lernt man da noch großartig was noch dazu? Das ist mein erster Film, also ich lerne natürlich noch eine Menge und ich glaube, für meinen ersten Film hätte ich niemanden besseren als Andi bekommen können jetzt, weil der ist so, die Stimmung am Set ist erstmal sehr, sehr familiär, es bringt
Es ist kein Druck, ich kenne es vom Theater, dass da wirklich auch teilweise so cholerische Regisseure sind. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und wenn man Fragen hat oder irgendwelche Probleme oder was weiß ich, es ist immer so, man kann immer über alles mit Anita sprechen. Das war wirklich genial für den Anfang. Was ist denn für dich selber der größte Unterschied zwischen Theater und Film? Der heftigste Unterschied, der einem sofort auffällt oder mir sofort aufgefallen ist, ist, beim Theater hat man halt häufig so das Stück, was sich über ein paar Stunden zieht. Man fängt an und dann entwickeln sich auch die Gefühle und die Spielweisen so über das Stück hinweg. Und beim Film sind es halt immer diese krassen kurzen Takes irgendwie, wo man reingeworfen wird und dann wartet man wieder, bis alles eingerichtet ist. Und das ist immer so ein sehr kurzes Spiel immer nur. Und auf der Ebene ist es was sehr, sehr Unterschiedliches zum Theater, wo ich auch jetzt gar nicht sagen würde, das eine ist besser oder schlecht, ist es einfach wirklich anders. Nee. Ich hab an beidem sehr, sehr, sehr viel Spaß und ist aber was Unterschiedliches einfach. Hast du denn schon ein neues Projekt, irgendwie, worüber man jetzt schon erzählen kann oder worauf man sich jetzt schon freuen kann? Nein. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns schnellstmöglich wieder. Gucken wir mal, in welchen Filmen dann. Ja, ich bedanke mich. Sehr gerne, vielen Dank.